Turi 2TV, das Branchenfernsehen. Sven Gößmann, dpa-Chefredakteur, Sie haben im Prinzip dasselbe Problem wie die Kunden, die das Material von Ihnen bekommen. Sie müssen immer mehr liefern, aber haben nicht unbedingt mehr Leute zur Verfügung. Wie gehen Sie mit dieser strukturellen Überforderung um? Naja, sie ist für uns erstmal eine Herausforderung. Außerdem ist die gute Nachricht bei uns, zumindest im Moment, wir arbeiten noch nicht mit weniger Leuten. Wir versuchen natürlich noch intelligenter und effektiver zu machen, was wir immer schon gemacht haben, guten Journalismus auf allen Kanälen, ob als Video, Audio, Print oder im Foto. Wo ist der Markt für dpa angesichts der überall verfügbaren Nachricht? Überall gibt es Nachrichten, überall gibt es Bilder. Wo ist da noch die Nische für dpa? Wir brauchen Gott sei Dank keine Nische, weil wir ein Vollversorger sind für weite Teile des Marktes. Das heißt, wir versuchen allen alles zu geben, aber wir müssen uns natürlich manchmal auch konzentrieren. Die hoffnungsvollsten Märkte der Zukunft sind natürlich die, die alle suchen, die sind im digitalen Bereich. Da müssen wir schauen, wie monetarisieren wir das Ganze, und wir haben immer noch treue und verlässliche Kernkunden. Denn Print mag zwar schrumpfen, aber es ist immer noch groß. Gibt es denn auch Dinge, die es in Zukunft von dpa nicht mehr geben wird? Dinge, die Sie nicht mehr liefern werden an die Kunden? Nein, wir prüfen natürlich ständig unser Produkt und verändern das auch laufend, aber eher so in Form von Beta-Tests, von Alpha-A- und B-Tests, dass wir gucken, was lassen wir vielleicht weg und ergänzen wir oder ersetzen wir durch neue Herausforderungen. Wir haben wichtige Innovationen in den vergangenen Monaten auch schon vorgenommen. Unter anderem probieren wir neue Textformate. Wir haben die Bildbearbeitung neu und die Bildbeschaffung neu aufgestellt und die Bildherstellung. Wir sind dabei. Nennen Sie mal konkrete Beispiele. Was heißt neue Textformate? Ja, wir machen natürlich mehr Listicles, also auch da sind wir auf den Spuren von BuzzFeed unterwegs. Frage und Antwort ist ein wichtiger Punkt. Die Zusammenfassung hat nicht mehr ganz die Bedeutung, die sie früher bei dpa hatte. Aber der authentische Korrespondentenbericht vom Reporter vor Ort hat zum Beispiel auch deutlich an Bedeutung gewonnen, wird auch noch mehr genutzt als früher. Wird Agenturjournalismus persönlicher werden? Wird der Korrespondent, der sonst meistens nur in Form eines Drei-Buchstaben-Kürzels präsent ist, mehr als Person im Vordergrund stehen müssen? Ja, wir haben schon lange Zeit die Namenszusammenfassung. Das ist eine Art Qualitätsstempel bei uns, und den Korrespondentenbericht, der auch vom Namen geprägt wird. Das ist sicherlich ein Trend, der zunehmen wird. Im Radio zum Beispiel, wir beliefern ja viele deutsche Radiostationen, ist es auch so, dass unsere Korrespondenten als Autoren, als Interviewpartner in Erscheinung treten. Und ja, sie werden wichtiger. Sie bezeichnen dpa selbst als Vollversorger für die deutschen Medien. Kaum ein Medium kommt aus ohne dpa, aber wird es künftig viel mehr Medien geben, die komplett ohne Agenturen auskommen, weil sie ihre Informationen anders sammeln? Beispiel zum Beispiel Vice, Beispiel BuzzFeed. Es ist immer die Frage, wie man Medium definiert. Bei Medien mag das so sein, weil es gibt natürlich meinungsgetriebene Medien, und Meinung ist nicht unser Hauptgeschäft. Unser Hauptgeschäft bleibt die solide, verlässliche Nachricht, gut begründet, gut recherchiert, gut eingeordnet und vor allen Dingen verifiziert. Sie wollen ja künftig auch noch multimedialer liefern. Wie bringen Sie das in die Köpfe der Leute rein? Naja, einmal müssen wir es in die Köpfe der Kunden hineinbringen. Das heißt, die müssen sich öffnen für die Ausliefertechniken und Möglichkeiten, die wir heute schon anbieten. Da sind wir im Gespräch. Es gibt neue Nachrichtenformate, dass wir multimediale Pakete sozusagen barrierefrei in die Medienhäuser liefern können. Das ist der eine Teil. Und bei uns heißt es natürlich auch, vielen Kollegen immer noch mehr die Möglichkeiten und die Chancen auch zu bieten. Ein Wort ist heute eine ganze Menge wert, aber daneben tritt natürlich immer stärker die Visualisierung. Ist die Visualisierung künftig vielleicht sogar wichtiger als das Wort? Das nicht, aber Visualisierung ist ein ganz starker Treiber. Kein Bild, fast keine Geschichte. Das ist schon eine der Erkenntnisse, die wir in den vergangenen Jahren gewonnen haben und die für uns deshalb von Bedeutung sind. Sie haben Anfang 2014 angefangen bei dpa, haben jetzt schon einige Erfahrungen hier gesammelt, können auf einige Erlebnisse zurückblicken. Was war der spannendste Tag? Oh, es gibt viele spannende Tage, aber natürlich ist bei einer Nachrichtenagentur immer die Breaking News. So traurig sie mitunter auch sein mag, Charlie Hebdo, Germanwings, ein Moment, wo man merkt, da vibriert alles. Das ist wie ein Milchtopf auf dem Herd, und der rüttelt und schüttelt sich, und das sind einfach die spannendsten Tage in der Küche.